wir sterben oder so, wirklich. Zu geil, Alter. Yo, Leute, wir haben 7:30, ich habe 1,5 Stunden geschlafen und ich glaube, das sieht man auch. Nö. Auf jeden Fall geht's für mich heute in den Urlaub und das Taxi kommt in ungefähr 1/2 Stunde. Ich habe mir noch meine GoPro zurückorganisiert, die ich verliehen hatte. Und dann werde ich in diesem Vlog jetzt einfach mal aus meinem Urlaub ein bisschen filmen und euch ein paar Clips zeigen. Man muss einfach mal sagen, Wien hat mit Abstand den hässlichsten Tower, den ich je gesehen habe. Was ist das, irgendein Turm? Ohne Witz, Leute, was war das für eine stressige Sache? Ich bin da irgendwo drüben ausgeflogen, ich glaube sogar da drüben, ich weiß nicht genau. Ich hatte 1 Minute zum Umsteigen, weil unser Flug 15 Minuten Verspätung hatte. Jetzt bin ich auf jeden Fall in Wien und laufe hier schon wieder ins nächste Flug zurück. Oh je, Mine, ob das alles gut geht. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Yo Leute, wir haben jetzt auch schon Dienstag. Nicht wundern, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin gestern wie ganz gewohnt aus dem Flugzeug ausgestiegen, wollte mein Gepäck holen, bin noch die sinnvollste Busfahrt meines Lebens gefahren, die ging ungefähr 2 Sekunden. Was eine Logik. Das ist das Flugzeug, mit dem wir gekommen sind. Wir wurden jetzt von dem Bus von da bis hier zum Eingang gefahren, wo die beiden Mercedes stehen. Das ist ja so unnötig. Wären zu Fuß, wäre es schneller gegangen. Und dann wollte ich eben mein Gepäck holen, ganz normal an diesem Fließband. Das einzige Problem ist, mein Gepäck kam nicht. Also bin ich dann erstmal schön zu dieser Gepäck-Lost-Station gelatscht. Und da hieß es, ja, das wurde ich mitgeliefert. Hat mir einfach keinen Bock drauf. Tatsache ist, das Gepäck ist jetzt noch in Wien gewesen und es soll eben heute geliefert werden. Ja, guck mal, da laufen Hunde. Hallöchen. Das sind jetzt YouTube-Hunde. Wir machen erstmal einen Ausflug, ey. Guck mal, sowas gibt's auch nur in Griechenland. Heftig. Auf jeden Fall haben die mir da am Flughafen so ein kleines, ja, wie nennt man das, so ein Notfallkit gegeben mit so einem XXL-T-Shirt und Zahnbürste und was halt so drin ist. Und dann habe ich mir eben gestern Abend noch eine Bardose gekauft für 12 Euro oder so, richtig, ach, irgendein Schrott. Fällt auch schon wieder fast auseinander, aber dafür konnte ich heute ins Meer gehen. Was haben wir gestern gemacht? Eigentlich gar nicht mehr viel. Wir sind eigentlich, als ich angekommen bin, nur noch essen gegangen, abends. Da war ich eigentlich relativ müde, weil ich die Nacht vorher 1,5 Stunden geschlafen habe, weil ich dann noch einen Vlog geschnitten habe. Heute waren wir am Meer, ganz auf entspannt. Haben ein paar Bilder mit dem Einhorn gemacht, die könnt ihr auf Insta sehen. Und dann habe ich am Strand erstmal schön gepennt. Jetzt gehen wir nur noch was essen und dann ist eigentlich auch schon der zweite Tag zu Ende. Und ich hoffe, dass mein Gepäck heute noch kommt. Aber ich muss euch einfach mal sagen, dass hier die meisten Häuser noch ziemlich heruntergekommen ist, das falsche Wort, aber nicht so neu sind. Und das Haus, wo wir sind, ist einfach, es ist einfach zu geil. Da ist einfach so eine Lampe außen, die anzeigt, ob du im Haus bist oder nicht, damit die Putzfrau weiß, ob du drin bist. Das ist zu krass. Also in Deutschland ist das noch mit so Anhängeschildchen oder Klopfen. Also es ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden. Bis dann. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing loud. So Leute, neuer Tag, neues Outfit und vor allem heute neues Wetter gewesen. Das war der erste Tag, wo es einfach gewittert hat. Es war ja wirklich, ich dachte vorhin, wir sterben oder so, wirklich. Es war so ein heftiges Gewitter. Leider hatte ich keine Kamera dabei, um das aufzunehmen. Aber das war wirklich heftig. 20 Minuten später, das heftigste Wetter. Du dachtest, du bist auf Malediven. Ohne Witz, ihr habt es vielleicht auf Insta gesehen, habe ich ein Bild davon gepostet. Also wirklich so ein Wetterwechsel habe ich noch nie gesehen. Oder lange nicht mehr zumindest. 8, jetzt folgen ein paar Fails, die entstanden sind, als ich probiert habe, auf einem Einhorn zu reiten. Ja. Oh Gott. Oh,
Kurz zur kleinen Erklärung, ich habe da gerade in einen Seestern reingegriffen und das war nicht gerade angenehm, die Dinger wieder rauszupulen. Leute, wir sind gerade im Lokal und weißt du, was wir haben noch rumhängt? Oktopusse. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Absolut krass. Das sieht so ekelhaft aus. Geht da voll. Findest du? Ja. Boah, ne, ich mag so Seezeug nicht. Stimmt mal oben rechts ab, mögt ihr so Seegedöns? Also ich esse lieber ein schönes Steak. Meine Damen, meine Herren, darf ich präsentieren, ein Blutmond vom Strand aus, jawohl. So Leute, jetzt zeige ich euch das absolute Highlight von dem Hotel. Schaut mal zu. Okay Leute, ich probiere jetzt was aus. So, das habe ich schon ein paar Mal im Internet geguckt. Das müssen wir jetzt einfach mit den Nachts machen. Das ist einfach zu heftig. Okay, wir schauen jetzt mal. Ich habe gerade hier im Flugzeug dieses komische Bordmagazin mir angeguckt und guck mal, was ich einfach gefunden habe. Einfach so einen, wie nennt man das, so einen Saftschubsenwagen. Absolut geil. Hat jemand von euch zufällig 1500 Euro dabei? Da würde ich da direkt mal rein ermitteln wollen, weil das Ding ist, das ist doch echt heftig. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist doch echt, echt geil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein echter ist, der nochmal so aufarbeitet wurde, oder ein komplett neuer, der halt auf alt gemacht ist, keine Ahnung. Aber das Ding ist echt heftig. Das brauche ich. So Leute, ich melde mich gerade nochmal aus dem Schnitt. Hier gerade schneide ich den ganzen Spaß. Und ich habe gemerkt, ich habe überhaupt keine Abmoderation. Deswegen muss ich das Ganze einfach gerade nochmal nachholen sozusagen. Und zwar hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich habe jetzt mal nicht alles und immer gefilmt, weil es ja auch noch ein Urlaub ist. Und der soll auch ein bisschen noch zur Unterhaltung dienen. Und es wäre ja nicht so schlau, dass wenn ich mich von YouTube erholen will, dass ich die ganze Zeit nur YouTube mache. Deswegen habe ich hier ein paar Sachen gefilmt und ein paar nicht. Ich muss aber sagen, es war auf jeden Fall ein extrem schöner und cooler Urlaub. Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich habe die Tage oder Nächte vorher zum Teil bis zu 19, 20 Stunden am Stück gearbeitet und da war auf jeden Fall mein Urlaub bitter nötig. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, abonniert einfach meinen Zweitkanal. Ich habe ihn euch mal in der Videobeschreibung verlinkt und auf der Infokarte. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Wo wart ihr dieses Jahr im Urlaub oder wart ihr überhaupt im Urlaub? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so erlebt habt im Sommer und jetzt bin ich raus. Bis bald und Peace! Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd.